einmal wird Jesus um Jesu willen geliebt. Diesen Satz, den Augustinus uns letzten Sonntag gesagt hat, um dieses große Kapitel des Johannesevangeliums besser verstehen zu können. In dem es ja nur oberflächlich um eine Auseinandersetzung von Manna und Brot und wer es gibt geht, sondern um den Inhalt des Glaubens und wer Jesus Christus ist. Kaum einmal wird Jesus um Jesu willen geliebt. Was also ist es, was Jesus attraktiv macht, was ihn anziehend macht? Wir sahen das bei den 5000, die satt geworden waren nach der Brotvermehrung dort. Da war einer und ist einer, der Brot geben kann, der den Tisch decken kann. Etwas Großartiges. Wir suchen bis heute nach solchen Menschen. Wir suchen nach Rezepten, um die Hungersnöte dieser Welt zu stillen. Aber das Evangelium führt uns tiefer. Und Jesus, der das Brot geben kann, entzieht sich dem. Er kann dieses Brot geben, er kann es vermehren, aber er macht deutlich, den wahren Hunger von Menschen stillen wir damit nicht. Deshalb lässt er sich nicht zum König machen, sondern er flieht vor diesen 5000. Und dann kommt es zu einem, sollen wir sagen, Streitgespräch, zu einer Auseinandersetzung, die aber immer im Johannesevangelium auch Vertiefung bedeutet. Was macht Jesus anziehend und wie kann es geschehen, dass wir angezogen werden? Das Evangelium antwortet auf diese Frage. Jesus selber antwortet auf diese Frage. Und es kann sein, dass wir mit dieser Antwort unzufrieden sind, weil sie ein wenig merkwürdig ist. Nur der kann Jesus anziehend finden und zu ihm kommen, dem es gegeben ist, dem es geschenkt wird. Es ist Gnade, sagt Augustinus. Jesus sagt es mit etwas anderen Worten, wenn er davon spricht, nur der kann zu mir kommen, den der Vater zu mir führt. Die Frage also der 5000, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir es denn jetzt anstellen? Das ist eine falsche Frage. Augustinus sagt, wenn du merkst, dass er dich nicht anzieht oder dass er nicht anziehend attraktiv für dich ist, dann bete darum. Ich weiß, auch das ist eine Antwort, die uns nicht zufriedenstellt. Das ist wieder ein typisches Kirchenrezept. Wenn was nicht funktioniert, sollen wir beten und dann geht es angeblich besser. Wir kommen darauf gleich noch einmal zurück. Das ist die erste Antwort. Aber es wäre eben nicht Augustinus, wenn er dabei stehen bliebe. Er weiß noch mehr zu sagen und das möchte ich heute Morgen mit Ihnen teilen. Er sagt, es ist eben nicht genug, dass wir mit den Füßen zu Jesus laufen. Das tun die 5000 auch. Wir müssen unser Herz an ihm ausrichten. Und auch hier wieder die Frage, wie macht man das denn? Und Augustinus sagt, damit du in deinem Herzen bewegt bist, damit diese Attraktion in dir geschehen kann, die von Jesus Christus ausgeht, schau nach Menschen, die sich an der Wahrheit freuen. Schau nach Menschen, die Schönheit suchen, denen die Gerechtigkeit gefällt und denen das ewige Leben wichtig ist. Denn all das, Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, ewiges Leben, ist Jesus Christus. Und Augustinus fährt fort, stell dir einen Menschen vor, voll Liebe, voll Sehnsucht, voll Leidenschaft, voll Verlangen nach der Quelle der ewigen Heimat. Und du weißt, was ich sagen will. Es fällt heute nicht besonders schwer, am Tag der Edith Stein, ihr Fest wird durch den Sonntag verdrängt, hier eine Brücke zu finden. Denn wenn man ihr Suchen sieht, dieser wirklich nicht einfachen Frau, dann sagt sie selber einmal, wer die Wahrheit sucht, kompromisslos, der sucht immer Gott. Und später schreibt sie, meine Suche nach Wahrheit war ein einziges Gebet. Wir sehen hier, dass Gebet gar nicht unbedingt meint, sich mit frommen Worten zu schmücken oder sie auszusprechen, die vielleicht nur hier oben im Mund bleiben oder im Kopf, sondern eine wahrhaftige Suche,
dem Leben eine wahrhaftige Richtung zu geben. Ob sie nun in einem ersten Schritt sich der Gerechtigkeit verschreibt, der Schönheit, der Wahrheit oder gleich dem ewigen Leben. Es ist immer die richtige Spur. Sie führt immer hin zu Gott, der uns dann zu Christus führt. Menschen, so sagt Augustinus, voll Liebe, voll Sehnsucht, voll Leidenschaft und Verlangen. Und man muss vielleicht hier noch einmal die Sätze von Ida Friederike Görres erinnern, die sagt, wo steht geschrieben, dass die Heiligen, die solche Menschen sind, sympathische Menschen wären? Sind sie nicht? Sie sind überaus schwierig und kompliziert. Sie sind sehr verquer oft. Es ist nicht ihre Haupteigenschaft zu gefallen. Und Görres sagt, Don Juan gefällt auch jedem, das ist seine Haupteigenschaft, ist aber nicht als Heiliger bekannt. Die Heiligen, gerade auch eine Frau wie Edith Stein, eine hochkomplizierte und komplexe Persönlichkeit mit ihrer ganzen Geschichte, von Anfang bis zum Ende, ist keine gefällige Person und viele Heilige auch nicht. Die wir in den nächsten Tagen feiern, morgen Laurentius oder am Dienstag mit unseren Schwestern Clara. Keine gefällige Person. Man kann sie natürlich verniedlichen. Man kann sie mit einem Zuckerguss überziehen und sie ins Museum stellen. Dann sagen sie niemandem etwas. Dann gehören sie zum religiösen Kitsch. Aber wenn sie echt sind, dann zeugen sie von dieser Attraktivität, die Christus hat, von dem, das ihnen geschenkt ist, von Gott zu Christus geführt zu werden. Dann leuchtet in ihnen etwas auf von Verlangen, von Sehnsucht, die nicht stillbar ist, hier und jetzt. Dann sprechen sie von dem Brot, das sie brauchen. Und das ist so einfach zu verstehen. Und ich weiß, sehr schnell, bei Theologen kommt das sofort ins Hirn, ja, aber das ist so eurozentriert, es gibt ja andere Bereiche der Welt, die haben gar kein Brot, die essen Reis. Müssen wir uns wirklich darüber verständigen und damit ablenken? Von Brot zu sprechen, versteht hier jeder, zumindest bislang. Es ist das Grundnahrungsmittel. Jesus selber macht sich zum Brot, zum Grundnahrungsmittel. Nehmt es. Er bietet sich selber an als Brot. Das braucht jede und jeder zum Leben. Und wir? Konsumorientiert, wie wir sind, wie gehen wir mit dem Brot um? Mit dem Brot, das wir essen oder wegwerfen? Oder auch mit dem wahren Brot, von dem hier die Rede ist? Von dem Brot für den tieferen Hunger des Menschen? Wo der Hunger, der auflodert in Sehnsucht, in Leidenschaft, in Verlangen, der sich ausrichtet nach Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, und einem Leben, das bleibt, das nicht verschwendet und vergeudet wird und irgendwann zu Ende ist, sondern wirklich bleibt. Meine Suche nach Wahrheit war ein einziges Gebet, sagt Edith Stein. Wenn wir uns doch auf eine solche Suche machten, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht leiden wir darunter, dass so wenig Attraktivität nach Jesus in uns ist. Dass wir mehr bräuchten, dann sollten wir uns eine solche Spur wählen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Schönheit, bleibendes Leben. Dann sollten wir anfangen zu suchen und wir sollten mit Verlangen suchen, mit Sehnsucht und Leidenschaft. Und das ist dann unser Gebet, von dem Edith Stein spricht. Es wird zu unserem Gebet. Und es wird zu einer Spur, in der uns geschenkt wird, jenes Verlangen, Jesus um seiner selbst willen zu leben, im Wissen, dass wir an ihn glauben können, dass er uns geschenkt wird wie Brot und dass wir damit alles haben, dass es keinen Hunger und keinen Durst mehr geben wird, wenn wir an ihn glauben. An ihn glauben heißt, ihn zu besitzen, sagt Augustinus. Und was bedeutet es, ihn zu besitzen? Es heißt, ein Leben in sich zu haben,
das unzerstörbar ist. Wenn wir gleich kommunizieren mit Jesus, die Kommunion empfangen, wenn er sich erneut als Brot gibt, mehr als Brot, wenn er sich selber gibt, mit seinem Kreuz, seiner Auferstehung, seinem verklärten österlichen Leib, seinem unzerstörbaren Leben, das ganz in Gott ist, dann dürfen wir ihn neu besitzen, dann werden wir genau auferbaut. Und fragen wir uns vorher, sind wir angezogen von ihm? Wenn wir vielleicht nicht einfache Menschen sein können, wie die Heiligen, schwierig, mit all den Problemen, die uns plagen, aber doch voll Sehnsucht und Verlangen, die Spuren suchen, die uns gegeben sind, dann geben wir ein sehr lebendiges Glaubenszeugnis ab. Und es ist der beste Schutz gegen das, was hier am Anfang des Evangeliums steht, permanent zu murren und sich zu beschweren über all das, was angeblich nicht passt.